Ja, ich bin hier im Opel Altwerk und wenn ich sage Opel Altwerk, dann wird das automatisch mittlerweile in Rüsselsheim auch verbunden mit Motorworld. Und deshalb steht Maximilian Dünkel neben mir, der Chef, sag ich mal, hier im Opel Altwerk und der Chef von Motorworld. Und wir sind aus einem ganz besonderen Grund hier. Und ich will mal so anfangen, böse Zungen, die es ja durchaus auch geben soll in Rüsselsheim, sagen, wir haben Opel Altwerk, da passiert doch gar nicht so viel. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Und wir haben ein schönes Beispiel. Vielleicht können Sie uns schon mal ein bisschen einen Einblick geben, was ist mal ein schönes Beispiel, was hier im Opel Altwerk passiert. Ja, Herr Brode, vielen Dank nochmal für den Besuch hier vor Ort. Also tatsächlich hinter den Kulissen wird kräftig gerüttelt und gearbeitet. Es entstehen viele neue Ideen, nicht nur in der Planung und Gestaltung, was jetzt eher bei unserem Bereich auch liegt, sondern auch in der neuen Nutzung und viele neue Betriebe und Nutzungen kommen hier mit rein. Und so ist seit letztem Jahr auch eine Idee im Zuge des Kultursommers, wo ein Verein zum ersten Mal dann bei uns so auf dem Areal ein bisschen tätig wurde mit uns, eine weitere Idee entstanden, die jetzt immer noch ja, in der Entstehung ist, beziehungsweise kurz vor Abschluss sogar. Aha, wunderbar. Wie ist das? Also grundsätzlich gibt es natürlich noch Möglichkeiten hier, was Vereine und so nutzen können. Das heißt, sie sind da immer noch, was heißt immer noch, sie sind natürlich offen für Initiativen, natürlich auch für Gewerbetreibende, die sagen, das ist eine Location, die interessiert mich. Da schaue ich doch mal rein. Ja, also wir haben tatsächlich immer noch Flächen. Es werden weniger, auch leider nicht mehr so viel im Ortgeschoss, was man eigentlich sehr gut also man muss schon mal gucken, dass man noch was bekommt. Man muss dranbleiben. Und wir sind natürlich alle immer in einem recht kurzfristigen Bereich. Das heißt, wir müssen ja irgendwann gehen wir an die Substanz des Gebäudes, werden die Kernsanierungen vorantreiben. Deswegen sind wir da an kurzfristigen Vermietungen immer. Aber nach wie vor gibt es da noch Möglichkeiten, hier im Altwerk tätig zu werden. Ja. Wir erfahren ja gleich nochmal mehr über einen Verein, der sich hier einbringt. Das heißt, nur damit es klar ist, also es kann durchaus auch mal ein Projekt sein, das auf ein Jahr begrenzt ist. Genau. Man sagt, das gucken wir uns mal an, ob wir da zusammenkommen und dann kann man sich auch abholen und sagen, da könnte eine Nutzung möglich sein. Richtig, das ist so die Idealvorstellung, dass jemand sagt, ich habe eigentlich eine gute Idee, ich suche noch so ein bisschen die Möglichkeiten, die räumliche Möglichkeiten, egal ob das jetzt im Bürobereich oder auch dann in der Fläche dann letztendlich wäre, wo man sagt, ich möchte hier tätig werden, ich möchte mich ausprobieren und vielleicht mache ich dann in ein paar Jahren, werde ich nochmal größer. Ja. Jetzt sind wir hier gerade A1, da gibt es ja glaube ich auch schon eine Perspektive, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe oder bin ich da falsch in meinem Gedächtnis? Ja, A1, da sind wir natürlich ganz vorne am Bahnhofsplatz, das heißt hier ist doch irgendwo so ein bisschen unser Zeichen, wo man dann auch sieht von außen, was entsteht. Deswegen ist das so immer unser prädestinierter Platz und hier drum wird einiges entstehen. Egal ob Kultursommer, der dann auch wieder in diesem Jahr kommt oder auch dann in der Entwicklung, wollen wir sicherlich hier zuerst dann loslegen. Ist ja alles sehr erfreulich, weil wir haben ja vom Grundsatz her gesagt, ganz am Anfang, Bürgerversammlung, dass man hier Gewerbe, Kultur, Wohnen, also verschiedene Sachen zusammenbringen will. Ja. Das, denke ich, ist auf einem guten Weg. Es soll ein buntes Stadtquartier werden und im Moment sind wir da auf einem wirklich guten Weg, dass wir auch jetzt schon in der Frühzeit des Projektes da schon Leben reinbekommen. Ja, das freut mich. Als Stadtformvorsteher, als Politik blicken wir natürlich immer drauf. Wir werden immer wieder mal reinblicken, wenn wir das dürfen. Selbstverständlich. Und versuchen zu erfahren, was gibt es Neues und auch einzelne Initiativen vielleicht mal beleuchten, die sich hier ausbreiten. Vielen Dank. Ja? Dankeschön. Ja. Ja, hallo, Jens Grode, als Stadtverordnetenvorsteher bin ich heute hier im Opel Altwerk und zwar im Gebäudeteil A1 bzw. nah dran. Und neben mir steht der Benny Becker und ihr habt eine ganz tolle Idee und darüber will ich gerne mehr erfahren. Es war schon ein bisschen was in der Zeitung zu lesen. Ihr tut was für Rüsselsheim, so soll das erstmal sein. Euer Verein heißt Be Skateboarding. Ja, das muss man noch mal ganz kurz erklären, was das bedeutet und was treibt ihr so und warum sind wir heute hier? Ja, also Jens, wir sind ein eingetragener Verein seit 2017, haben damals mit der Jugendförderung zusammen angefangen, Workshops, so Skateboard-Workshops für Kids und Jugendliche zu geben. Das kam auch ganz gut an und daraufhin haben wir dann gesagt, okay, wir machen das mal Niet und Nagelfest und machen Vereine raus und haben 2017 dann einen Verein gegründet, 2015 haben wir damit gestartet
Haben dann auch zum Beispiel den Rollrausch, unsere Veranstaltung im Skatepark, damit etabliert. Die gibt es jetzt 6. Mal in Folge mittlerweile schon. Seitdem sind wir Skateschule in Rüsselsheim und unterrichten Kids und Jugendliche und bringen die an den Sport heran. Mittlerweile erweitern wir das Programm so ein bisschen auf mehrere Sportarten. Also man kann seit letztem Jahr bei uns auch BMX fahren lernen. Habe ich gesehen auf eurer Homepage, ja. Wir machen das, was uns Spaß macht natürlich. Ja. Das ist schon mal gut. Und der Sport bringt halt nicht nur, das haben wir auch nach ein paar Jahren dann auch gemerkt, dass es sich gar nicht davon trennen lässt, dass es eine reine Sportart ist. Es ist eher so ein ganzes Gesamtpaket an Kultur, die dahinter steckt. Ja. Ich kenne das auch von früher. Wenn man sich mit Skateboarden auseinandersetzt oder auch mit der Szene auseinandersetzt, dann ist das eine eigene Welt. Das ist eine komplett eigene Welt. Also da kommen ja auch viele Modetrends kommen daher. Stimmt. Musik. Warum bist du bei meinem Alter mit? Ja. Musik, so ein bisschen Graffiti hängt da auch mit drin. Und das haben wir versucht an unserer Veranstaltung im Sommer, bei Kultur im Sommer, im Rahmen von Kultur im Sommer, haben wir Skate-Kultur, eine Veranstaltung gestartet, die zeigen sollte, was so um die Szene herum, um das Skateboarden, um den Sport herum einfach noch geht, und haben das auch genutzt, um eine Promo-Veranstaltung, um so ein bisschen die Idee, Skatehalle mal zu bewerben und mal auszutesten, wie kommt es bei den Rüsselsheimer BürgerInnen an. Und, ganz kurz, bevor wir zur Skatehalle kommen, nochmal, um das auch so ein bisschen klar zu machen, erstmal so aus meiner Sicht finde ich das eine super wichtige Initiative für Rüsselsheim, für unsere Stadt. Gerade auch für Leute im gewissen Altersspektrum, also die Senioren sind bei euch wahrscheinlich ein bisschen geringer vertreten. Ja. Gibt es auch wahrscheinlich. Aber ist das für junge Leute, ist ja eine ganz wichtige Sache. Und ihr seid da sehr breit aufgestellt, das hast du schön erläutert, auch mit BMX und so weiter. Das finde ich ganz toll. Sag mal so ein bisschen, dass man sich auch vorstellen kann, wie viele Leute sprecht ihr da so an? Also wie viele Leute kommen zu euch, nutzen die Angebote, nur mal so, dass man so ein Gefühl hat, wie viel, macht ihr das für 5, für 10, für 100 oder wie viel sind das? Also wir haben ein Angebot in den Ferien immer, also in Ostern, Sommer- und Herbstferien. Dadurch, dass der Sport halt gekoppelt ist an gutes Wetter, haben wir das bisher immer nur in den Ferien machen können oder bei gutem Wetter, und da reden wir von in diesen Workshops von 10 bis 12 Kids, die da teilnehmen. Also über das Jahr hinweg sind es ungefähr 50 Kids, die da teilnehmen. Okay, insgesamt, wir arbeiten da mit der Jugendförderung zum Beispiel auch zusammen, die da verschiedene Angebote mit uns zusammen auch machen, wo wir dann ein bisschen kooperieren. Und das macht ihr alles ehrenamtlich als Verein, muss man immer dazu sagen. Genau. Ihr habt richtig, so wie ich es gehört, Vorstand und so, habt ihr alles. Ja, ich habe gesehen, auch, worum ihr Presse wart. Ihr seid gut organisiert, ich muss sagen, gut ab. Ja. Für jeden Bereich ist da jemand zuständig. Ja. Cool. Ja. War nicht immer so gewesen. Also, Wenn man das kennt, in so Vereinsbereichen, das hängt dann doch manchmal an einzelnen Personen. Aber so mittlerweile kann man davon sprechen, dass wir dann wirklich gut aufgestellt sind und auch verstanden haben, wie wichtig Strukturen sind. So. Die Strukturen des Vereins sind. Und das ist ja echt, weil die Stadt braucht es ja auch, die brauchen Vereine als Ansprechpartner und so weiter, das ist ganz klar. Da müssen Strukturen und Verantwortliche vor allem gehen. Und da bist du auch einer davon, neben den vielen, die ich gesehen habe da auf der Homepage. Du hast gesagt, und das ist ja auch der Punkt, wo wir jetzt dazu kommen, im Sommer oder bei schönem Wetter, sagen wir es mal so, ist das ja alles kein Thema, da kann man das schön draußen machen. Aber es gibt natürlich auch in Deutschland die Saison, wo es nicht ganz so schön draußen ist, und da habt ihr euch schon ein Ziel gesetzt. Was genau wollt ihr erreichen? Genau, also die Idee war, Rollen im Trocknen haben wir das am Anfang genannt. Rollen im Trocknen, okay. Ja. Ich musste praktischerweise für die Uni ein Businesskonzept schreiben und habe dann Jetzt fragen wir es auch, was studierst du? Industriedesign. Ich bin gelernter Modellschreiner, hier beim Opel gelernt. Das passt ja hier perfekt. Ja, super. Ich habe selber hier 9 Jahre gearbeitet im Opel. Ja, also, und dann hat ein bisschen später jetzt mein Studium angefangen, weil mich das interessiert hat. Das Konzept kam dann, habe ich dann bei der Jugendpflege mal hingelegt und die fanden das super und fand das mega unterstützenswert. Die haben das dann direkt an die Wirtschaftsförderung, an Frau Köhler weitergereicht. Die Stadt unterstützt da. Das ist voll toll. Ja, wirklich. Super. Also da muss man echt sagen, die Unterstützung da von den Wirtschaftsförderung, Jugendförderung ist da
großartig Sport und auch Frau Tettenborn, mit der waren wir natürlich auch viel im Gespräch. Annette Tettenborn, ja, okay. Ja, sehr gut. Mhm. Genau. Und ja, nach und nach haben wir dann, hat sich das dann so ergeben, dass, dass wir nach einem Mediumobjekt geschaut haben und haben einen Plan aufgestellt, wann wir damit starten könnten. Okay. Haben eigentlich auch erstmal Ende diesen Jahres angesetzt als Start und dann hat eben Motorworld aber dann gesagt, ey, wie es steht, könnt ihr auch dieses, also jetzt 2021 ja, auch damit anfangen. Mhm. Haben wir das intern kurz bequatscht, haben gesagt, okay, es ist schon ein Riesenprojekt, aber ich glaube, nach der Veranstaltung, die wir im Sommer gemacht haben, kriegen wir das als Team geschafft. Und ja, mittlerweile würde ich sagen, haben wir das als Team auch wirklich gut hingebekommen, vorbereitet bekommen, ja, dass wir jetzt im Bau richtig durchstarten können und dann hoffentlich schnell hier öffnen können in der Skatehalle. Ja, im Prinzip ist dieses, diese Skatehalle dann, dass jeder, der die Sportarten, die da in Verbindung stehen, ist da willkommen. Das heißt, Skateboard fahren, Inlineskaten, BMX fahren oder auch Scooter fahren. Ja. Es gibt auch viele Kids bei uns in Rüsselsheim, die das machen. Und wir wollen dann zusätzlich hier ein bisschen mehr Kultur auch reinbekommen. Wir haben Ausstellungen geplant, wir haben Gesprächsrunden mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen geplant, in Kooperation mit der Jugendförderung, dass wir hier ein breites Programm mal ausprobieren. Also wir befinden uns in der Phase ausprobieren und wenn es klappt und alles gut läuft und die Stadt auch das toll findet und unterstützenswert auch in Zukunft, dann wollen wir das in unserer Zeit etablieren. Also nochmal ganz kurz, ihr seid jetzt erstmal ein Jahr hier im Oberaltwerk, hier A1 und ihr sucht aber nochmal eine Perspektive, dann dauerhaft hier irgendwie sein zu können. Und das ist ein Projekt, das kostet natürlich Geld, das muss man sagen. Ja. Ja. Und das ist jetzt auch der Werbeblock, der jetzt kommt. Also das ist ein Verein, der nimmt Spenden an und kann auch Spendenquittungen ausstellen, Spendenbescheinigungen, das ist ja auch ganz wichtig. Als Stadtverordnetenvorsteher finde ich das Projekt so toll. Ist auch, denke ich, eine tolle Vorbildfunktion für andere, die so in dem Bereich aktiv sind, da sich breit aufzustellen, dass ich das auch mit einer kleinen Spende als Vorsteher unterstützen möchte. Da gibt es 100 Euro, das ist nicht viel, aber viel Leitfried bringt ja bekanntlich auch Mist. Ja. Und das finde ich ganz großartig, was ihr da macht, begrüßenswert. Das sollte man sich auch mal angucken. Ich denke, jeder kann sich auch bei euch informieren, kann euch ansprechen. Ihr habt eine schöne Homepage, da kann man sich schlau machen. Sehr gerne. Finde ich ganz großartig. Ich will jetzt noch ein Thema dich mal dazu befragen, was mich auch interessiert als Politik. Wir gucken alle, nicht nur Politik, auf die jungen Menschen in unserer Stadt, wie überall in Deutschland, die natürlich unter der Corona-Pandemie auch ganz besonders leiden. Weil viele Sachen können junge Leute, die ja natürlich ein bisschen aktiver sind als vielleicht die etwas Älteren, die raus wollen, die aktiv sein wollen, die skaten wollen, die andere Sachen machen wollen. Und viele Sachen kann man nicht machen, weil das eingeschränkt ist, ganz klar. Wie nimmst du das wahr? So Leute in deinem Umfeld, in deinem Milieu, in diesem Skater-Milieu und drumherum, ihr macht ein tolles Angebot, ja, das ist super, dass es geht, aber viele Sachen gehen ja nicht. Ja. Was kriegst du da so mit? Das würde mich nochmal interessieren. Was ich mitbekomme, halt durch die Corona-Beschränkungen und auch einfach durch die Gefahr, sich da infizieren zu können, dass es natürlich so Gruppensportarten echt ein bisschen schwierig sind. Da sind wir zum Glück so ein bisschen rausgenommen, weil bei uns ist es eine Individualsportart. Ja. Das heißt, wir können auch alleine fahren oder in ganz kleinen Gruppen. Und das passiert auch meistens. Also man ist natürlich nie alleine, wenn man irgendwie am Skatepark ist oder so, aber eigentlich beschäftigt man sich viel mit sich selber, was auch ganz gut ist. Okay. Also es ist ein schönes Ventil, um mal auch ein bisschen Druck abzulassen und dem Sport danach zu kommen. Mhm. Super. Und und die anderen Sportarten, also das, was ich so mitbekomme von Freunden und auch aus der Szene und von den Jugendlichen, die bei uns in die Kurse kommen, natürlich, das tut ihnen richtig weh, dass sie ihren Sport da nicht machen können und suchen dann auch wirklich nach Alternativen. Also wir haben viele, in den letzten 2 Jahren haben wir durch Corona, war wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum wir so volle Kurse hatten, weil die Kids halt Alternativen gesucht haben, die sie machen können. Wunderbar, tolles Angebot. Vielen Dank für die Information und auch diese Einschätzung. Ich drücke euch die Daumen, hoffe, dass noch mehr hier die Spendenbereitschaft umsetzen und euch auch was zukommen lassen. Es lohnt sich, tolles Projekt. Vielen Dank auch an Achim Weidner, der die Aufzeichnung hier gemacht hat.